Die endoskopische Lungenvolumenreduktion ist eine neue Technik zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittener COPD und schweren Lungenemphysemen. Das Ziel der endoskopischen Lungenvolumenreduktion ist, die Lunge der schwerkranken Patienten zu entblähen, damit sie wieder mehr Platz haben zum Atmen. Es gibt verschiedene bronchoskopische Techniken, um dieses Ziel zu erreichen. Darunter fallen die bronchoskopische Ventilimplantation, die Spiralimplantation oder auch die Verdampfung.